Chef, wie Sie denn? Mein Teil. Ja, den Chill. Ja? Ich musste einmal noch, nein, mein Krüdi-Mann, ich musste aber einmal noch einen Gene, noch einen leichten Nachtgene. Bist du müde oder was? Was? Bist du müde? Ich war müde. Ich bin noch etwas, Dankeschön. Was ist das denn für ein Topf? Für ein Topf? Dort, was hast du da denn drin? Oh, gar nichts. Da ist, warum hast du den denn dann da drauf? Ja, weil der da einfach gerade steht. Da muss er ja irgendwo stehen. Hallo. Da kann man reinrufen. Das haben wir früher immer gemacht. Hallo, ich bin im Keller drin. Hört mich denn keiner? Hallo, ich bin im Keller drin. Hallo. Was denn? Ja, ja. Sag mal, weißt du was da? Na, ich bin ja etwas. Du bist im Keller, ne? Ich bin im Keller drin. Du bist im Keller, ja. Wie Kerger, da war ja auch im Keller. Sag mal, bitte, bitte. Weißt du was, mein Ingemann? Na, was denn? Ich muss sagen, es ist eine herzliche Verperlung, jedes Mal. Siehst du wohl. Sag mal, weißt du was, ich bin noch so nachmüde. Weißt du, von diesem Kandidatenduell, doch hier Trump und hier Hillary Clinton ist das Stichwort, ne? Ach, das hast du richtig live mitgesehen, oder was? Das war immer nachts oder so um drei. Ich hab den Anfang gesehen, dann bin ich ein bisschen eingepennt. Dann bin ich zwischendrin wieder aufgeschreckt. Da hat sie gerade so laut gelacht. Sie hat ja sehr herzlich gelacht, das muss ich sagen, mehrfach, ne? Ja, über ihn, oder was? Was ist das denn? Das Telefon, geh mal ran. Fischstation. Hallo? Hallo? Oh, keiner dran, ne? Vielleicht eine Lieferung, vielleicht ist einer, das ist ja manchmal so, wenn die was anliefern, dann stecken sie einen Zettel im Briefkasten und sagen, sie kommen zwischen 8 und 12 und dann kommen sie aber gar nicht. Vielleicht war das ja mit der Nacht gemeint. Erwartest du irgendwas? Würste mal sagen, vielleicht Sojawürste. Meinst du, dass ich hier Nachtwürste kriege oder was? Vielleicht kriegst du ja Tofu-Sojawürste. Hast nicht gelesen, du? Heimlich, ne? Damit das keiner sieht. Ne? Ja, weil die nämlich eine hohe Mineralölmenge da drin gefunden haben in der Rügenwalde da drin, dass man nur am Rand. Dass du mir hier ja nicht so eine Ölwurst da reinlegst. Aber das merkt man ja schon, wenn man die rausnimmt, dann glitscht die einen weg. Aber jetzt hier Hillary Clinton und Donald Trump ist das Stichwort jetzt, ne? Ich habe ja gar nicht so darauf gehört, was sie jetzt mal sagen, so reden. Davon verstehe ich ja auch nicht so viel. Aber ich ist ja auch auf Englisch gewesen, oder? Es ist übersetzt worden mit einem, der hat immer drüber geplappert. Aber weißt du was? Es ist ja im Grunde, ich habe ja eher darauf geachtet, wie die jetzt mal sagen, so, jetzt wie sie so, ne, miteinander so umgehen und wie sie so wirken. Es ist ja im Grunde wie ein richtiges Duell auch. So ist es ja eigentlich auch. Also eigentlich ist man sagen, wie Cowboys früher, die machen sich ja auch zurecht, wie die sich wie sie so angezogen, wie sie dann rauskommen und da stehen, was sie für Klamotten anhaben. Die hatten Cowboy-Sachen an. Das hat. Nein, sie hatten keine Cowboy-Sachen an, das weiß ich wohl. Ein Kult hier. Nein, das ist nur im Vergleich. Auch jetzt mal sagen, die Politiker, das ist ja nicht einfach nur, dass sie da so sitzen und irgendwas sorgen, sondern sie machen ja auch eine Show. Es ist wie Wrestling, reines Wrestling im Grunde. Und jeder nimmt so ein bisschen eine Position ein. Das ist so wie beim Wrestler, ist das so genauso. Dann ist es immer der Zerstörer, dann ist es der Terminator. Ne? Ach so, die Sachen, die sie so abgesprochen haben, ne? Ja, oder so und irgendwie. Beim Wrestling jetzt. Ja, beim Wrestling, aber auch wie sie so aussehen. Der eine hat den schwarzen Locken, um den anderen ein bisschen Furcht einzuflößen. Der nächste hat einen Lederriemen über den Körper über oder so dicke Schuhe aus Länger. Weißt du, mit so Schnüre bis oben ans Knie und so weiter. Und so ist das ja in der Politik auch. Schuhe aus Länger? Ja, aus Länger. Schuhe aus Länger? Ja, längere Schuhe daneben. Bis oben. Du musst mich nicht auch immer so, musst du mich nicht immer meine mangelnde Schulbildung denn jetzt hier mal sorgen auf das Brot schmieren. Dann habe ich mich eben falsch ausgedrückt. Schuhe eben. Jetzt hier, brauchst du nicht gleich durchzudrehen. Ich hatte das Schuhe aus Länger. Es fehlte noch ein Wort hinten dran. Schuhe aus Länger. Ja. Material. Ich hatte das nur nicht verstanden. Ich dachte, nachher ist das irgendein Spezialbegriff oder so, ne?
Also das ist auch völlig egal. Ich wollte dir damit sagen, dass mir aufgefallen ist, Politiker, die reden nicht nur, sondern sie haben auch so, sie ziehen sich so an, um den anderen ein bisschen zu beeindrucken und zu manipulieren. Das hat doch Genscher, war das doch auch. Genscher hat doch immer diesen gelben Pulli angehabt. Der war so weich und muggelig und damit hat er die immer alle rumgekriegt, dass sie irgendwelche Verträge unterschreiben. Ach, dieser Polunder, ne? Ja, sicher. Der aber ohne Ärmel, ne? Ja, aber da war ja ein Jacketto drüber. Und es war ja weich und muggelig aus Mohair. Und da haben die Leute immer aufgeguckt und wahrscheinlich hat er sie dann so milde gestimmt. Das war gar nicht so schlecht von ihm, das war viel gelehnt. Weil die Farbe so ein bisschen ja, so berührend und war, oder was? Und so weichlich und so wie ein bisschen wie Eigelb, dass man sagt, oh, der ist aber auch Ei, der ist lieb jetzt. Wieso, die haben den doch wohl nicht über den Bauch gestreichelt? Nein, aber man will es. Wenn du jemanden siehst mit einem muggeligen Mohair-Pullover, dann willst du doch auch, eigentlich willst du doch da rangehen und dann mal so drüber muggeln. Also ich... Nicht, ja, du vielleicht wieder nicht, weil du bist von deiner Salate schon so, von deinen Poren sind schon verstopft. Das hat, hat mit meiner Salate gar nichts zu tun, ob da jetzt, ob einer Mohair trägt oder nicht, hat damit gar nichts ist zu tun. Ist auch egal. Helmut Schmidt, der hat auch, wenn der so gesessen hat, hat er Pfeife geraucht. Dann hat er erstmal ganz lang, oder seine Zigarette. Damit hat er die Leute manipuliert. Dann sind sie schön, mal sagen, schön ruhig geworden. Dann hat er sie stumm gekriegt. Ja, ja, klar, der hat die eingemiedelt. Das war so, oder Khrushchev damals. Khrushchev, der hat mit dem Schuh irgendwo aufgehauen. So, jeder hat so seinen Trick. Und so war das bei den beiden auch. Ich habe da genau auf geachtet. Hier, Hillary ist es steckt. Was hatte die denn Hillary? Für? Was hatte ja, die denn hatte einen roten Anzug, knallroter Anzug. Ach so, ja, das habe ich auch gesehen, genau. So. Und weißt, was ich mir gedacht habe? Sie hat doch vorher gesagt, dass sie mit einem Stuntman, hat sie doch geübt sogar, mit einem Trump-Gegner, hat sie Sparring gemacht, ne? So, das ist ja im Grunde wie Wrestling. Es ist wie reines Wrestling. Ja, sie bereiten sich darauf vor, ne? Das ist klar. Vielleicht wird ja Tim Wiese sogar, wenn jetzt Merkel nicht will, habe ich doch gelesen, die würde sogar vielleicht so eine ganz berühmte Europapolitikerin oder irgendwo UN-Sicherheitsrat will sie wahrscheinlich, Gegenstand in der Zeitung. Wer, Merkel? Merkel, wahrscheinlich, weil sie sagt ja nicht, ob sie will oder nicht Kanzler werden. Sagt sie ja nicht. Sie sagt ja nicht, auch wenn man sie fragt. Ach, und jetzt nehme ich wahrscheinlich an, dass vielleicht sogar dann hier Tim Wiese wird dann vielleicht Kanzlerkandidat von der CDU. Tim Wiese. Dieser, ist das, diese, warte mal, das ist ein Fußballer mit Mogis. Ja, dieser, der früher Torwart war, ne, oder was? Und jetzt hier so aufgepumpte Oberarme. Es könnte ja sein. Jedenfalls Hillary. Doch, ach, weil er meint, dass er wie Arnold Schwarzenegger oder was? Oder vielleicht, dass er auch sowas wird. Hm. Aber jetzt mal sagen, hier Hillary, ja, mit einem roten Anzug. Sie hat einen Sparringspartner gehabt, da waren wir stehen geblieben. Ja. Und weißt du, was ich glaube? Sie hat wahrscheinlich als Sparringspartner, kennst du diese Stierköpfe, die so ein Gelenk unten haben wie ein halbes Fahrrad mit Griffe dran und Rollen unten. Und wo man den Stier dann so rumführt und dann übt der Torero damit. Hast du das mal gesehen? Nee. Gibt es aber, ein Stierkampf drin. Ja. Und ich nehme an, sie hat den roten Anzug angehabt, weil sie will den Trump, will sie fünsch machen. Ach so, wie so ein Stier, oder sie was? Will ihn fünsch machen. Er ist wie so ein Stier. Er ist wie ein Stier, weil er verliert ja den Nerven manchmal und pöbelt rum. Und ich... Bauer sucht Frau. Mach mal klein und Hubel klar. Aber ich glaube, dass das nämlich war ein Trick von ihr, dass sie in Rot da rausgekommen dass ist. Sie das weißt so eine Signalfrage. Ja, um ihn fünsch zu machen, um ihn wild zu machen. Und dann hatte sie ja noch dieses Lachen die ganze Zeit. Sie hat gelacht viel? Ja, sie hat immer ihn verhöhnt. Ach. Und das fand ich ganz schön furchterregend. Das möchte ich bitte mal sagen. Mhm. Es war ein grausiges Lachen. Ach ja? Fand ich. Ich hab gedacht, oh, sie hat so, kennst du dieses kalte Lachen? Wenn das so, das Lachen, das Lachen des Grauens. Ja. Aha. Weißt du, wo man Angst kriegt? So wie in der Geisterbahn, kalt, oder was? In der Geisterbahn, bitte. Weißt du, auf dem Dom, ne? Ja. Da sind doch immer, kennst du das Spiegelkabinett, dieser ja. Ehrgarten auf ja, dem Dom? Da hab ich als Kind schon immer Angst gehabt. Da sitzt doch, wenn man da reingeht, weißt du, wo man da immer... Da sitzt dieser Clown vorne. Der Lachclown, der Lachclown. Der sich immer so zur Seite wirft. Bitte, und so, ne? Bitte, mit einem Motor drinne, mit einem Motor drinne. Und der sitzt dann im Mund. Das ist Link. Das Ding ist Link. Da hat man Angst vor. Das ist Link, das so, Ding. Und so war Hillary auch, mit einem Lachen. Wie der Lachclown. Ach. Dass man Angst davor bekommt. Oha. Weißt du, ja. wie...
Wie Chucky. Chucky, die Mörderpuppe. Hillary ist Chucky. Die macht doch mal bitte noch einen Hobel klar. Jetzt haben wir es. Ich habe die ganze Zeit überlegt, an wen sie mich erinnert. An Chucky, die Mörderpuppe. Chucky, die Mörderpuppe. Mit dem kalten Lachen des Grausens. Oh Gott, das ist aber auch so. Aber damit wollte sie ihn besorgen, wollte sie ihn düpieren. Ja, weißt du? Aber sie hat doch auch gut abgeschnitten, haben die ja hinterher alle gesagt. Gib mir bitte noch einen Hobel, ich bin dann völlig ausgetrocknet. Doch werde ich, sonst muss ich doch selber rangehen. Nee, da brauchst du nicht. So, und er hat ja auch seine Tricks gehabt. So ist das ja nicht. Weißt du? Ja, klar. Bei ihm ist das ja so gewesen, weißt du was? Ist dir schon mal aufgefallen, Trump jetzt mal sorgen, ne? Mhm. Trump jetzt. Trump, ne? Ja, Trump. Hier, ich weiß gar nicht, meinst du, der Herr das Trampolin erfunden hat er nicht, ne? Das Perjokone. Bitte. So, jetzt. Trump jetzt. Ja, Trump. Hast du mal gesehen, wenn der reinkommt, der ist nur einmal von der Seite reingekommen, hat ihr die Hand gegeben und dann gleich dann so weg. Dann hat er hinten so einen Entenmuggel hinten drauf von seiner Haare. Ja, die Frisur ist ja sowieso. So, und dann hat er sich aber gleich so weggedreht. Aha. Man sieht ihn ja sonst immer nur von vorn. Ist das mir aufgefallen? Ja. Und weißt du, was ich glaube, mein Ingemann? Ja, nee, jetzt so direkt erstmal nicht. Er hat ja auch seine Tricks. Also sie ist Shaggy die Mörderpuppe, ihn zu beeindrucken und zu dupieren. Und er setzt seine Haare als Waffe ein. Das ist meine Meinung. Die Haare als Waffe? Ja, sicher. Weil was machen die Haare? Weißt du, was ich glaube? Weil er hat ja im Grunde keine Haare mehr. Das ist so eine ganz komische Frisur. Die ist ja völlig unnatürlich. Ja, die kommen schon von irgendwo von... Weißt du, wo sie herkommen? Sie kommen aus der Kimme. Von ganz, ganz unten kommen die Haare. Kennst du das manchmal, wenn man in Freibad ist, jetzt hier Kaifu oder so, im Sommer drinnen, ne? Weißt du, es gibt doch manchmal so Männer, die haben die Behaarung, die haben einen Rücken... Und Schulterbehaarung, die haben dann so was Pelz, so pelzigen Flaum. So, und am stärksten ist es immer hier hinten in der Kimme drin. Ja. Da, weißt du, wo die Frauen immer das Arschgeweih haben? Da ist, und das hat Donald Trump auch. Und ich glaube, dass er über Jahre hat er das wachsen lassen, dass er sich, muss sagen, einen muggeligen Wollebaum hat er sich hinten die Wirbelsäule hochwachsen lassen, denn von der Seite zusammengeführt. Dann hat er das ummantelt, muss sagen, mit einem Fahrradschlauch, einem alten Fahrradschlauch. Weißt du, wie wenn du jetzt, muss sagen, einen Graben hast, wenn gerade Kabel verlegt werden. Hast du mal gesehen, dass ganz viele Kabel sind doch dann in so einem schwarzen Plastikschlauch, damit die gebündelt sind. Hm. Das hat Donald Trump mit seiner Rapunzelbehaarung hinten hochgelegt, aus dem Kragen raus. Und dann hat er das aber ab da... so weggespreizt und hier vorne so rum. Und dann ist das festgeklebt mit so einem, hast du gesehen, hat er so ein dicke, wie so ein Schwamm im Grunde, wie ein Muff, wie ein reiner Muff. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach aus braunem Rohrzucker, ist das Zuckerwatte gemacht. Und dann so ein Ball. Und der klebt dann den ganzen Kram da fest. Weißt du, so sieht es ja auch aus letztlich. Aber jetzt kommt sein Trick ins Spiel. Womit er Hillary mit Sorgen fertig macht. Oder er versucht es wenigstens. Was guckst du denn? Ja, du bist überzeugt, was ich alles weiß. Du bist schon auch beeindruckt. Also warte mal, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Also du meinst, er hat... Also jetzt mal... Haare... Also ein Meter, er hat 1 Meter lange Arschhaare, die er sich von ganz unten nach oben und die hat er sich wachsen lassen. Hat er sich wachsen lassen. Alle anderen, die das haben, schneiden die sich regelmäßig ab. Weil sie auch gar nicht die Geilen sein wollen. Aber er will der Geile sein. Mhm. So, und dann hat er das oben mit Zuckerwatte aus braun. Mit Zuckerwatte noch. Aus rot. Hier hören sie auf. Dann also klar, sie gehen bis da und dann legen sie vorne so. Aber dann müssen sie ja vorne festkleben auch. Und Zuckerwatte klebt ja wie Harry. Das klebt. So, ja. Und jetzt ist aber Folgendes. Es war bei diesem Duell war es noch leuchtender. Weißt du? Sein Gesicht oder was? Nee, die Haare. Haben noch mehr gefunkelt. Da ist mir im wahrsten Sinne des Wortes Licht aufgegangen. Da hat er eingewebt
Kupferlametta. Kupferlametta. Kupferlametta, reines Kupferlametta und zwar aus dem Agentenbereich raus. Mhm, aus dem Agentenbereich. Aus dem Agentenbereich, denn Kupferlametta, mein Ingoman, das ist, ist ja aus dem Agentenkoffer. Das kann man ja vielfältig benutzen. Man kann da mal sorgen, eine Leitung mit aufbauen. Man kann sich das auflegen, wenn man friert, weil es schützt. Man kann Satelliten draus bauen. Man kann sich mal damit irgendwo hochhangeln, wenn man will. Es ist mal sorgen wie aus einem Notfallagentenkoffer. Das hat er von Werner Maus. Das ist meine Meinung. Werner Maus. Werner Maus. Der Top-Agent, den Sie jetzt wegen Steuerhinterziehung an den Sack kriegen. Und die von der DDR auch. Früher, oder was? Nur irgendeiner von denen, die, wo man immer nicht wusste, ich meine, war das einer von unseren oder von den anderen? Von allen. Wie, einer von allen? Was soll das denn sein? Agent, einer von allen. Was heißt einer von allen? Er hat überall als Agent gearbeitet, auf der ganzen Welt auf. Ja, aber doch für einen Staat, Ditsche, nicht für alle Staaten. Da verwechselst du jetzt was. Für sich. Für sich doch nicht, der hat doch nicht einen Mausestaat. Maus doch nicht. Ein Mausestaat? Ja, was? Weil er Maus heißt. Ach so. Werner Maus. Wenn Werner du sagst, Maus jetzt, ne? Er arbeitet nur für sich, dann arbeitet er ja für ein... Ist er ja... Für einen Mausestaat? Ich rede auch schon fast... Nein, ja, aber wieso ist es ja völlig... Endlich folgst du mir in die entfernten Galaxien im Hirn, in die normalerweise, wo die Zahnbürste nicht mehr hinkommt. Jetzt aber weißt du was? Werner Maus ist das Stichwort. Werner Maus. Der, weil Hillary hat ihm ja auch vorgeworfen, er macht keine Steuererklärung. Wer? Werner Maus? Nein. Trump. Trump, ach so, ja. Hat sie ihm vorgeworfen. Ja, er gibt das immer nicht ab, ne? So, und er dann, sagt immer und dann doch dann nicht. Macht, so, und da habe ich gesagt, Nachtigall, ich würde trapsen. Aha. Werner Maus und Donald Trump, die sind beide so, weil die sich nämlich auf den Bahamas manchmal treffen. Das ist Werner Maus und Donald Trump. Wer sagt das? Das sag ich dir. Ach, das sagst du? Weil da die Agenten sich häufig aufhalten, um das Geld wegzuschaffen. Das habe ich gelesen. Auf den Bahamas? Ja, da waren sie doch keine Steuern zahlen müssen. Briefkastenfirma. Ach, von ihren eigenen, was sie selber verdienen. So, und da hat hier Werner Maus gesagt, pass mal auf, mein lieber Donald, ich hab hier meinen Agentenkoffer, da ist mal drin eine kleine Uhr mit einem Draht, wo ich mal pich, und dann fliegt da so ein Pfeil hoch, da kannst du dich hochziehen, wenn du mal weg musst, aus dem Zimmer raus oder sowas. Mhm. Dann hast du einen Manschettenknopf mit der Kamera drin, einen anderen Manschettenknopf mit einer kleinen Bombe, falls du mal eine Tür aufsprengen musst oder sowas. Eben Kupferlametta. Und Kupferlametta, das wird eingewoben. Weißt du? Nee, weiß ich nicht. Du glaubst mir das nicht. Ja, ne? Ich bin noch nicht so... Auf den Bahamas, mein Ingoman. Da weben die das ein? Da weben sie es ein. Da habe ich auch schon mal James Bond, habe ich einen Film gesehen, auf den Bahamas. Da wurde er auch. Da hat er sich sogar so irgendwas über eine Tür geklebt, um zu sehen, ob da einer einbricht. Und Agenten, mein Ingoman, die machen nie, die zahlen niemals Steuern. Niemals. Weil sie ja entdeckt. Hast du schon mal gesehen, dass James Bond an der Bar sitzt, an den Bahamas mit einem dünnen Jackett an und sagt, einmal Martini geschüttelt oder bitte nicht gerührt? Und dann kriegt er das und sagt, darf ich bitte eine Quittung haben? Das macht er nicht. Das macht er nicht. Ne? Das macht er nicht. So, und jetzt hat er, pass auf, und jetzt hat Donald Trump das eingewoben und dann kommt das Licht von oben von Fernsehstudio. Das Kupfer hat er eingewoben. Ja, sicher. Ja, so, und dann macht er immer, wenn er dann so guckt, immer so. Machst du immer so. Oder machst du immer so runter mit dem Kopf. Ja. Und da hat er Hillary geblendet. Das ist meine Meinung. Wie manchmal beim Fußball, wenn da eine Ecke ist und einer aus dem Publikum mit einem Laserpointer den Torwart blendet. Das war sein ganz persönlicher Trick. Dass er sie mit seinem Kupferlametta in Haar, dass er das so hinhält, dass das Licht spiegelt. Und sie blendet. Und sie blendet. Aha. Und weißt was, wenn die jetzt beide sowieso so Kopf an Kopf liegen, die können doch eigentlich beide zusammen mal so ins Weiße Haus einziehen und dann zusammen noch regieren. Das ist eine prima Idee, das musst du denen nur mal sagen, weißt du, sind die sofort begeistert von. Weil weißt du, als ich das gesehen habe, ne, wie die beiden jetzt mal sorgen, wie die so miteinander auch umgehen, habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich wie ein Ehepaar, so genauso wie bei Kerger, das ist ja genauso. Ja, so ein bisschen er rumpelt rum und sie verhöhnt ihn und lacht dann wie Chucky die Mörderpuppe. So ist das ja inzwischen. Ne? Das ist ja genau so. Und dann können sie ja genauso machen, wie Karas das jetzt haben, dass sie jetzt besorgen, eine Rigipswand im Schlafzimmer haben. Was haben die? Das ist nicht dein Ernst, ne? Rigipswand im Schlafzimmer? Kager? Habe ich gebaut. Wie?
Hast du gebaut? Haben sie dir gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr, wir wollen zwei Schlafzimmer, aber wir haben ein Zimmer zu wenig? Kerger hat ja eine Weile, weißt du doch, Kerger hat doch eine ganze Zeit lang über den Sommer auf der Klappcouch in der Küche geschlafen. So, und dann, weil sie wollte ja, dass er mir sorgen, erstmal sich wieder klar wird, nachdem er ja aus China wieder vertauft. Ob er will überhaupt. Und ob sie mit den Gefühlen wieder zurechtkommt. Ja, ja. So, und dann musste er auf der Klappcouch in der Küche schlafen und da hat er sich aber, weil da war Olympische Spiele, da war hier Fußball-Europameisterschaften und so weiter. Da war er, ja, hatte er sich ja eingemogelt schön. Das fand er dann gut, dann ist er mal irgendwann gar nicht mehr aufgestanden. Dann war die auch gar nicht mehr zusammen zu so einem Klappsofa, da war nur noch ausgeklappt. Dann doch er doch immer in Sauer und ist dick geworden. Und dann hat er immer schon mit dem Fuß, hat sie gesagt. Sie hat immer die Einkäufe gemacht, getätigt. Mm. Und er lag da und hat mit dem Fuß immer schon im Liegen schon den Kühli aufgemacht. Mm. Und hat zusammen die Sachen rausgeschnubbelt und verpusemuggelt. Und wenn das dann nachts aus Brasilien dann mal sagen, die Übertragung kommt, dann ging's. Er hat einen kleinen Portablen auf dem Kühli drauf gehabt. Und dann hat er dann nur noch gelegen. Siehste? So, und dann hat sie ihm eine Pistole auf die Brust gesetzt. Er hat gesagt, er muss jetzt einmal bitte sich was überlegen, sonst ist sie aber richtig finito kaputschko. Und dann hat er ja erstmal noch eine Woche, glaube ich, oder so im Keller gewohnt, in so einem Verschlag unten, ne? Das war aber dann auch feucht und das war dann nicht so schön und so. Und dann habe ich gesagt, Herr Kerger, ich helfe Ihnen, wo ich kann. Ich habe einiges wieder gut zu machen, habe ich Ihnen gesagt. Ich bin reumütig. Aber ich helfe, wo ich kann. Und dann habe ich gesagt, wir machen einen Vorschlag. Sie müssen jetzt Diät halten auch mal, damit sie sieht, dass sie das ehrlich meinen, dass sie von der Dicklichkeit mal wieder ein bisschen runterkommen. Und ich mache einen Vorschlag. Die haben ja auch nur zwei Zimmer. Wo soll er denn sonst hin in der Wohnung? Ne? Und dann habe ich gesagt, hier bitte, Schlafzimmer, Riegelswand, das ist das Stichwort. Ja, wie machen die das? Du kannst doch nicht die Riegelswand durchs Ehebett bauen. Das ist Na, das sind ja zwei Alte, aus alter Eiche. Ach, das sind zwei zusammengestellt? Ja, genau. Die stehen auf dem Teppich, habe ich den Teppich einmal längsseits in der Mitte durchgeschnitten und habe dann mal sorgen, mit dem Teppich das Bett, jedes Bett in eine Richtung gezogen, Riegelswand rein, das war so verabredet. Ne? Er hat gesagt, hier, Dittchen, mach mal das eine gute Idee. Ich hab geholfen. Giovanni hat auch ein bisschen mitgeholfen. Mit der Riegelswand 20 cm rein. Dann haben wir noch, sie hat ja dann die Tür zur Wohnung. Und er hat ja dann praktisch, weil sie auch nicht will, dass da eine Verbindungstür ist, wollte sie noch Luft haben. Dann haben wir da mit dem Brotmesser noch wieder nachträglich ein Loch reingesägt und ein Nudelsieb da rein, damit sie Luft bekommt. Und er, wie kommt sie denn überhaupt rein? Ja, sie kommt rein durch das Zimmer, durch die Schlafzimmertür. Ja, und er? Durchs Fenster. Nee, ist nicht dein Ernst. Ja, sicher. Nein. Ja, sicher. Ist nicht dein ja, Ernst. Ja, sicher. Ist nicht dein Ernst. Und da hatte er Böcke drauf. Da hat er gesagt, ja, Ditsche, was soll er denn machen? Was soll er denn machen? Soll er noch länger im Keller wohnen oder muss er dann gleich Bäckerbrater gehen? Er will da doch noch gar nicht hin. So, und dann habe ich ihm noch ein Tritt gebaut, weil er muss ja auch häufig raus nachts. Weißt du? Er muss ja häufig raus. Es ist doch aber auch noch ein bisschen hoch von Fenster. Es ist hochparterre. Es ist ja nicht direkt ebenerdig. Das ist es auch nicht. Eben. Aber es ist ja hochparterre. Ja, ja. So, und dann habe ich ihm noch einen Tritt, weil er muss ja 6-7 Mal in der Nacht raus. So viel? Jetzt stell dir mal vor, er raus außen und er ist gehbehindert durch den Garagenbruch. Das war ja ein doppelter Bruch. Schienbein und Wadenbein durch und falsch zusammengewachsen auf dem Weg nach Schiene. Und jetzt kann er sowieso nicht gut. Er ist nicht so ein Klettermops. Und jetzt habe ich ihn Tritt raus aus dem Fenster, unten dann runter, sodass er unten, der müsste ja sonst außen über den Zaun, durch das Haus wieder. Er muss Wohnungstür. Doch durch den Keller, dann hinten durch den Keller rein. Nein, vorne aus, also, sein Schlafzimmerfenster geht runter. Also, so, und da ist aber gegenüber im Moment eine Sielbaustelle mit einem Dixi-Klo. Und da habe ich gesagt, das ist gut, da baue ich ihn bequem Tritt, dann kann er nachts sich einfach mal sorgen, rauf, auf, da so rauf, und dann schwingt er sich so rum, und dann runter und fertig. Und dann kann er da auf Klo. Er geht auf das Dixi-Klo. Was soll er denn machen? Er muss das sonst einmal ganz durchs ganze Haus. Ist das nicht zugeschlossen oder was? Nee, das haben, also. Wie? Ist offen. Es ist offen. Es ist offen. Normal offen. Nur er geht ja sowieso jetzt im Moment wieder nicht, weil drauf, weil ich hab den Tritt. Habe ich aus einer Luftmatratze gebaut, weil ich dachte, wenn er so mit seinem Übergewicht sich da runter, dass er weich fällt. Wie so eine Notrutsche oder was? Mehr oder weniger, aber es hatte einen Effekt wie auf der Hüpfburg. Weißt du? Nee, weiß ich nicht. Wie, dass er da
Boing irgendwie abgeht. Boing und so weiter. Und jetzt liegt er eben. Wie er liegt? Jetzt muss er nachts im Bett. Jetzt liegt er immer in seinem Bett. Und jetzt hab ich ihm aber für er ist bettlägerig. Kager ist bettlägerig. Seit du ihm die Notrutsche gebaut hast, ist er bettlägerig. Aha. Aber lass mich mal eins und eins zusammenzählen, bitte. Also mit anderen Worten, er hat sich wieder irgendwas gebrochen. Weil du ihn was gebaut hast. Aber ich habe ihn anschließend aus zwei Staubsaugerschläuchen und einem Trichter, habe ich ihm sorgen eine Verlängerung, eine Bettende gebaut, sodass der Schlauch geht jetzt raus und wird in das Erdreich hineingeführt, sodass er aus dem Bett jetzt mal sorgen das kann. Das ist nicht dein Ernst, ne? Du sagst mir jetzt nicht, dass er in so ein Rohr reinpisst, was aus seinem Fenster was raushängt. Was soll er denn machen, der arme Mann? Ich bin doch nur behilflich, wo ich nur behilflich sein kann. Ja, der muss vielleicht ins Krankenhaus mal, oder was? Das kann er ja dann immer noch machen. Ah. Mahlzeit. Hallo, gut. Hallo. Oh, was ist das denn? Okay. Hier, du. Die Brüder. Mahlzeit. Das ist ja lustig. Ja. Was ist das denn? Ich habe mal meinen Bruder mitgebracht. Ne? Wir haben ja gerade ein bisschen Musik gemacht. Ja. Habe ich gedacht, das trinken wir noch ein. Ja? Ach, guck mal, was möchtet ihr denn? Hier, ich hänge was. Ich nehme Bier, jo. Ich auch. Ja. Das ist ja lustig. Hier, aber ich wollte noch kurz sagen, hast du mitgekriegt, mein Engelmann hier, oder habt ihr das mitgekriegt, hier in die Linke, apropos Staubsauger, das ist die Partei, die haben in so einem Gleichstellungs-Irgendwas-Pups-Kongress oder was, haben sie jetzt beantragt, dass alle Haushaltsgeräte... Ja, Staubsaugerin und so, ne? Der Staubsauger muss jetzt heißen, die Staubsaugerin, damit das Heer zugeht. Nee, beides muss das heißen. Der Bleistiftspitzer, die Bleistiftspitzerin möchten sie jetzt auch gerne haben. Ja. Das ist so wie der Besen, die Besen. Ja. Der Eimer, die Eimin. Die Eimin? Ne? Oder Eimerin? Die Eimerin vielleicht. Die Eimin weiß ich jetzt nicht. Der Wasserhahn, die Wasserhenne, ne? Ne? Ja, ne? Die Wasserhenne. Aber es müsste ja eigentlich auch umgekehrt sein. Damit, ich sag Prost. Ja, Prost. Es muss ja umgekehrt auch, damit das Pferd zugeht. Es müssen jetzt auch die weiblichen Sachen männlich sein. Also wie die Vitrine der Vitrineur oder die Friteuse der Friteur oder die Kühltruhe der Kühltruher. Dass man alles umdreht. Es muss ja wohl in beide Richtungen gerecht zugehen. Das ist ja wohl meine Meinung. Ja, ja. Weißt du, die WC-Ente? Die Ente? Der WC-Erbel. Bitte? WC. Sag mal, wenn ihr, was macht ihr denn für Musik? Also Rock'n'Roll, Oldies, Schlager. Schlager auch? Auch. Das sind los. Flippers oder was? Nee. Kennt ihr Sachen von Freddy Quinn? Ja, klar. Der ist 85 geworden. Ist das mein Held gewesen? Ja. Könnt ihr was spielen? Könnt ihr was spielen von Freddy Quinn? Lass uns doch mal was spielen von Freddy Quinn. Ja, sicher. Oh, dann muss ich den mal hier auspacken. Was ist denn dein Dorfinstrument? Was ist das denn? Das, ja? Was ist das denn? Und eine Monika. So muss man andersrum nehmen, ne? Habt ihr gerade einen Auftritt gehabt, oder was? Ja, ja. Das ist lustig. Ja. Wo war ihr denn? Wo habt ihr denn gespielt? In der Nähe. Nicht so weit weg. Nur zu zweit oder mit der ganzen Kapelle? Ja, wir beide. Was? Das kenne ich von Paul McCartney. Ja, der hat genau so einen gehabt. Ich hab das genau, den habe ich von Paul. Ja. Kennt ihr dies hier? So schön wird die Zeit. Ja, klar. Ja. Spielen wir. Brennen heißer Würstenstein. Ja, das ist ja so heiß, ist ja nicht. Das heißer Würstenstein. Okay, mach ich mal. Okay. Oh, Herr. So schön, schön war die Zeit. So schön, das ist gut, ne? Schön war die Zeit. Brennen heißer Würstenstein. So schön, schön war die Zeit. So schön, so schön die Heimatland. So schön. Kennst du? War die Zeit. Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz, alles ist so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit. Dort